Hallo und willkommen zurück bei dem Unboxing. Heute ist der 7.12. Ja, ich denke irgendwie immer ein bisschen nach, was ich gerade sagen will, weil ich drücke einfach auf den Knopf und nehme auf. Was ihr natürlich nicht seht, und ich habe mich jetzt blöd hingesetzt, ist das T-Shirt. Da habe ich an, aber meins, also nicht, was ich gestern ausgepackt habe, was im Kalender drin war. Das habe ich glücklicherweise an meine beste Freundin abgetreten. Das kriegt sie jetzt. Lauf mal zusammen, Partnerlook rum. Nein, aber ich wäre halt ziemlich blöd gewesen, das zu behalten und dann vergammelt es im Schrank. Also kriegt es meine beste Freundin und ich hoffe, sie wird glücklich damit. Meins ist jetzt das andere von der anderen Blutschicht. Irgendwann hatte ich das mal drin. Mein Gott, ich habe die Lutscher schon. Über ein Loot-Chest. Schon über ein Jahr abonniert. So lange. Heute ist der 7. Okay. 7. 8. 15. 19. 10. 18. 20. Ich nehme jede Zahl mit. 7. Tada! Von Zelda. Vielleicht füge ich das einfach ein. Oder ich lasse das. Nein. Oh, es geht kaputt. Offen. Wartet. Oh, sowas habe ich zwar noch nie gesehen. Nein! Lass ich jetzt einfach mal ausgepackt. So sieht's aus, wenn es ich lasse es eingepackt und so sieht's aus, wenn es ausgepackt ist. Es ist ein Bieröffner, ein Flaschenöffner von Dragon Ball Z. Toll. Nö. So. Frühstückset? Nö. Nö, 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 nö. Hier. €4,95 kostet der Öffner. Nö. Warum? Wenn ich dieses Jahr irgendjemandem was schenke, dann schmeiße ich das Ding einfach mit rein. Ich habe so viele Flaschenöffner. Ich sage immer Bier. Alkoholikerin. Ich habe so viele Öffner. Ich habe den hier. Dann hatte ich von Batman. Der war, glaube auch in der Loot-Chest drin. Das ist auch ein Bieröffner. Flaschenöffner. Das lasse ich einfach sein. Der war auch mal in der Loot-Chest drin. Der ist auch cool. Den habe ich an meinen Schlüssel gebunden. Um ehrlich zu sein, nehme ich den auch ganz gerne als Waffe.
Halt, wenn ich alleine mitten in der Nacht durch dunkle Gassen laufe, habe ich den so ganz gerne in meiner Hand. Dann habe ich von London, ich war mal in London zur Klassenfahrt, zur Abschlussfahrt, und da habe ich so einen London-Öffner. Bier-Öffner. Bier. Und ja. Mann! Gut, wie sieht die 8 aus? Freue ich mich über die 8 morgen? So. Schon mal angeteasert. Hier, das ist die 8. Keine Ahnung, was drin ist. Ich hoffe, ich habe das nicht. Okay. Dann schmeißen wir alles wieder rein. Die 24 ist auch ein T-Shirt. Nur so am Rande, ich hab's gerade gemerkt. Von diesem gewaltigen Schock kann mir nur Schokolade helfen. Schokolade, da oben die 7, wo ich mich gestern, glaube ich, beschwert habe, weil man die 7 nie sieht. 7 nie sieht. Stirb! Es ist ein... Wow, es ist ein ekelhafter... 11. Also er sieht echt creepy aus. Da. Tschüss. Bis morgen. Mehr Spaß. Wie sieht denn meine Hand aus? Okay, Entschuldigung. Bis morgen. War ein langer Tag heute.